Im Mai waren Thomas Karlweit und Georg Baumann am Haldenwasstraget. Der Gewässerverbund mit insgesamt 7.140 Hektar Wasserfläche liegt im Südosten Norwegens und beherbergt zahlreiche Räuber. Gemeinsam mit den Guides Björn und Kurt fahren die beiden raus, um ihr Glück beim Schleppen auf Hechte zu versuchen. Es dauert nicht lange und schon drillt Björn den ersten Fisch. Dann ist Georg an der Reihe. Die quirligen Räuber liefern an dem leichten Gerät stramme Drills. Okay. An einer Krautbank stoppen die Angler und Björn greift zur Fliegenrute. Mit dem Streamer kann er mitten in die Pflanzen werfen, genau dahin, wo die Hechte stehen. Unterdessen ist Georg mit dem Spinnerbeet erfolgreich. Am Haldenwasstrage geht es wirklich Schlag auf Schlag, wie die folgenden Bilder zeigen. Jawohl! Okay. Einmal angucken. Und tschüss. Wolle genommen. Jawohl! Nice Fish! This is a nice one. Nice fish. Very nice. Aber auch vom Ufer aus sind tolle Fänge möglich. Egal ob mit Gummifisch, Wobbler oder Jerkbait. Nie lassen die Bisse lange auf sich warten.
voll inhaliert. Unglaublich, der zweite Wurf, gleich ein Hecht dran. Also ist echt vom Feinsten, das einer hier. Top. So. Dann gönnen sich Thomas und Georg einen Tag Pause vom Hechtangeln. An einem idyllischen Waldsee gilt es heute den Forellen. Exemplare von 8 Pfund sollen hier schon gefangen worden sein. Da steigt der Adrenalinspiegel. Dann ist es soweit. Eine Rotgetupfte hat den Wobbler gepackt. Was eine schöne Forelle! Auch Thomas kann eine Forelle landen. Das ist wirklich Angeln vom Feinsten. Zum Abschluss versucht Thomas sein Glück im Flachwasser mit dem Streamer. Es ist bereits nach 11 Uhr abends und allmählich setzt auch im Norden die Dämmerung ein. Kurz bevor es zu dunkel zum Filmen wird, kann Thomas noch einen kleinen Hecht landen.